So, vor einem Jahr waren wir mit Nina Azizi, die das Hagener Kurzfilmfestival von Anfang an moderiert, hier auf dem Kamp, im Panorama Hotel auf dem Kamp. Da haben wir gesagt, ja, es muss eine 6 geben. 6 hat es gegeben und wir haben mittlerweile mehr oder minder, wir sind da noch so ein bisschen vorsichtig, für die Zusage, es soll eine 7 geben. Es soll auch eine 7 geben. Und da wurde ich von Anfang an nachgefragt. Da hat die 6 noch gar nicht richtig stattgefunden, da wurde ich schon nach der 7 gefragt. Da musste ich so ein bisschen bremsen und sagen, Moment mal Leute, ich muss mich da erst erkundigen, bevor ich jetzt irgendwelche Gerüchte in die Welt setze. Und tatsächlich, siehe da, Bernhard Steinkühler, also von ganz oben weiß ich, es gibt einen Termin und es wird eine 7 geben. Den verraten wir jetzt noch nicht, den Termin, aber wir verraten für diejenigen, die nicht dabei waren, jetzt gerade an diesem Freitag, dass es immer wieder Steigerungen gibt. Das ganze Festival steigert sich. Wir hatten beispielsweise diesmal 2 Ehrennominierungen letztendlich auch. Ganz tolle Sachen, Rudi Winter und Günther Lambrecht. Günther Lambrecht, das ist sehr rührend letztendlich auch. Die Gäste, es gibt eine Steigerung. In der Organisation war es auch, das muss ich nochmal von dieser Stelle sagen, ganz toll. Straff durchgezogen und ganz toll moderiert von Nina Azizi. So, jetzt die Wünsche fürs nächste Mal. Das andere haben wir schon hinter uns. Wir feiern jetzt die Wünsche fürs nächste Mal. Oh, die Wünsche fürs nächste Mal, dass Bernhard es wieder schafft, Prominenz nach Hagen zu locken, weil damit steht und fällt doch viel, dass die Presse sich interessiert, dass die Menschen kommen, dass das Kino sich füllt, dass er wieder so einen ausgezeichneten Eröffnungsfilm findet, den wir dann zeigen können am ersten Festivalabend. Das ist auch sehr gut angekommen und da wurde ich auch sehr oft drauf angesprochen. Und diese Mischung, die muss eben bleiben, selbst wenn das Festival zum Beispiel an einen anderen Ort gehen sollte oder die Party eines Tages woanders stattfinden sollte, diese Mischung, die macht es eben aus. Die Mischung zwischen interessanten Filmemachern, interessanten Gästen und Stars und dem Publikum und alle treffen sich dann. Das ist ein schönes, buntes Gemengel. Jetzt kommen wir nochmal auf das Persönliche. Nina Azizi, eine Moderatorin, die gerne moderiert. Ist das so diese Freude, endlich mal wieder auf den Brettern zu stehen, zu moderieren? Ist das doch schon eher so eine Sache, dass ich noch aufnehmen muss, wieder machen? Aber ich glaube, da ist doch ständig die Freude dabei, der Beruf auszuüben. Ja, bei mir es schwankt manchmal. Manchmal denke ich, wenn irgendwas schief geht, denke ich, warum machst du das? Warum machst du diesen Beruf? Und eine Sekunde später denke ich, es gibt nichts Schöneres als diesen Beruf. Ich liebe ihn einfach. Und alles Nicht-Geplante gehört ja genauso dazu. That's life. Und das erlebt man da besonders. Aber es kann nicht jeder. Man sollte schon dafür geschaffen sein. Und auf der anderen Seite sollte man sagen, wenn man dafür geschaffen ist, das macht ein bisschen süchtig. Ja, irgendwie schon, muss ich gestehen. Also dann ist es einfach wunderschön, wieder auf der Bühne zu stehen. Es macht Klick, die Lichter gehen an, man ist da und man spürt das Publikum, man spürt, ob sie mit einem mitgehen, mit einem mitfiebern. Und also für mich gibt es nichts Schöneres. Jetzt feiern wir weiter. Danke fürs Interview und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Okay. Oh ja, ich auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.